Weiter geht's mit dem Sport. Zum 40. Mal hat die Swiss Open vom Synchronschwimmen stattgefunden. Mehr als 100 Teilnehmer von Ländern wie aus der Tschechischen Republik, Neuseeland oder USA haben teilgenommen. Darunter auch das Duo mit der Sophie Giger und der Saskia Kraus, die auch als Olympiahoffnung der Schweiz gelten. Für die Synchronschwimmer ist die Swiss Open eine wichtige Vorbereitung für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Jetzt können sie noch schauen, wo der letzte Schliff fehlt. Sophie Giger und Saskia Kraus, die im Duett für die Schweiz antreten, können weit vorne mithalten. Einige Patzer hat es gegeben, aber die sind für sie wichtig, denn jetzt wissen sie, wo sie dran sind. Ich habe eine Figur falsch gemacht, respektive ich habe sie gar nicht gemacht. Ich bin unter Wasser geblieben. Und nur der Anfang? Ja, der Anfang. Aber ja, ich bin einfach nachher, habe ich nachher eingesetzt, später. Und sie hat am Anfang beim Reinlaufen ein bisschen Patzer gehabt. Sie sind aber trotzdem ziemlich synchron geschwommen und haben dafür anders gut gemacht, als sie vorher Mühe hatten. So zum Beispiel das lange Luft anhalten, das 25 Sekunden das längste während ihrem Duett ist. Die Ausdauer. Ja, die Ausdauer. Wir konnten bis zum Schluss durchziehen. Wir hatten am Anfang der Saison wirklich Mühe, bis zum Schluss richtig durchziehen und durchzuschlagen. Ja. Und das haben wir jetzt geschafft. Eine sehr starke Konkurrenz für sie ist das Duett von China, denn die haben die beste Punktzahl im Duett geholt. Sie sind nicht ganz so zufrieden mit ihrer Leistung, was sich aber auch auf die vergangenen Tage zurückführen lässt. Das war ein sehr guter Vorbereitungswettkampf. Wir haben jetzt wirklich zwei Wochen am Stück Trainingslager gehabt und sind eigentlich erschöpft, schon, also ein bisschen erschöpft an den Wettkampf gekommen. Und jetzt ist es halt auch der letzte Tag von diesen vier Tagen. Und man spürt Müdigkeit vor allem. Und dass wir gleich mit der Müdigkeit und der schweren Beine sozusagen das Duett durchstehen können. Das ja neu an der WM zugelassen sind Mixed-Duett, also ein Duett mit einer Frau und einem Mann. Weltweit gibt es nur etwa 15 davon. An der Swiss Open ist aber nur ein Pärchen aus der Tschechischen Republik gestartet. Ein neuer, vor allem aber auch ein spezieller Anblick für die meisten. Aber das Publikum war sehr begeistert gewesen. Es ist eine neue Erfahrung für uns im Synchronschwimmen und wir hoffen, dass mehr Männer damit anfangen. Yeah, also for me it was a new experience. Auch für mich war es eine neue Erfahrung. Bis jetzt habe ich nur Erfahrungen im Männersynchronschwimmen, weil wir in Tschechien eine Gruppe haben. Aber es ist definitiv nicht so ein schwieriges Niveau wie bei den Frauen. Die Note war im Vergleich zu anderen Duetten relativ tief. Das Pärchen aus Tschechien kann aber trotzdem an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Sie haben aber sehr wenig Zeit zum Zusammentrainieren, darum ist es für sie schwierig, den Fokus aufs Mixed-Duett zu setzen und dort ihre beste Leistung zu bringen. Wir trainieren viermal in der Woche und das in geschlechtergetrennten Gruppen. Darum haben wir fast keine Zeit zum Trainieren. Sie fragt mich dann amigs, ob ich Zeit habe und dann komme ich. Das Duett aus China hat die beste Note von 84,7311 behalten. Saskia Kraus und Sophie Giger haben es mit rund 5 Punkten Abstand auf den zweiten Rang geschafft und auf dem dritten Rang finden sich nochmals Schweizerinnen aus dem Synchroverein Bern.